Hallo zusammen und willkommen zu dieser neuen Runde Duft Blind Date. Es sind schon wieder 4 Wochen rum und ich habe natürlich meine 10 Düfte, die ich letzten Monat gezogen habe, verdüftet. Die zeige ich euch jetzt. Und ja, dann ziehen wir natürlich wieder blind 10 neue Düfte. Ich hatte hier zum Beispiel von Kringle Candle Rosé All Day. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr fruchtiger Duft gewesen. Sehr intensiv. Ich würde sagen, so eine Mischung aus was Bärigen und so ein paar Zitrusfrüchten und hat auch eine gewisse Süße gehabt. Der hatte mir gut gefallen, aber bräuchte ich jetzt auch nicht zwingend sofort wieder. Dann hatte ich den Warm Cashmere. Eigentlich ein schöner, kuscheliger Duft mit Sandelholz und Vanille. Ja, der ist wirklich sehr wohlig. Also, das ist jetzt für diese Jahreszeit wirklich perfekt gewesen, aber der ist immer relativ schwach auf der Brust. Deswegen schade drum. Aber ich habe noch ein mittleres Glas und danach denke ich, war es das auch das letzte Mal. Dann hatte ich von Yankee Candle A Calm and Quiet Place. Auch ein sehr parfümiger Duft. Der geht mehr in so eine feminine Richtung. Da ist auf jeden Fall Jasmin mit dabei, was so einen floralen Touch gibt. Ja, der hat irgendwie auch was Gemütliches. Was leicht Fruchtiges habe ich da diesmal auch irgendwie wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob da was drin ist. Ist auf jeden Fall ein schöner Duft, den ich auch immer wieder nehmen würde. Hatte mir gut gefallen. Dann hatte ich den Baby It's Cold Outside von Country Candle, passend zu dieser Jahreszeit. Und ja, den mochte ich auch sehr. Der ist auch sehr parfümig. Der geht aber mehr in so eine Marshmallow-Richtung, würde ich sagen. Also der hat auf jeden Fall so eine süße Note. Sehr cremig, vanillig, sahnig. Und dazu kommt, wie gesagt, ein parfümiger Einschlag, hatte mir auch sehr gut gefallen. Dann hatte ich von Kringle Candle den Watercolors. Und ja, der war sehr dezent, muss ich sagen. Also ich mag den, das ist für mich so ein ganz leichter, fröhlicher Duft nach Erdbeeren und so ein paar anderen süßen Früchten. Aber der war sehr schwach auf der Brust, deswegen bräuchte ich den jetzt auch nicht nochmal. Dann hatte ich den Apple Chutney. Ja, der hat jetzt auch nochmal gut gepasst. Bei uns sind es ja oftmals Minusgrade. Der Schnee liegt und ja, da hat so ein Duft gut gepasst. Das ist ein schöner, klassischer Apfel-Zimt-Duft gewesen, der noch ein paar andere Gewürze hat. Nelke und sowas wird mit bei sein. Ja, der war ganz klassisch, aber auch nichts Aufregendes. Dann habe ich gehabt von Kringle den Cashmere and Cocoa. Auch ein prädestinierter Duft für die Winterzeit. Ja, das ist auch wieder so ein Marshmallow-Duft. Hier ist auf jeden Fall aber noch eine etwas rauchigere Note mit bei und auch so eine ganz, ganz leichte Kakaonote. Aber zum Glück nicht so doll, weil ich mag ja eigentlich nicht so diese Kakaodüfte. Aber hier war es völlig in Ordnung. Cremig, sahnig ebenfalls. Cashmere and Cocoa. Dann hatte ich einen allseits beliebten Duft, den Viva Havana von Yankee Candle. Und ich muss sagen, also ich komme mit dem doch nicht so wirklich klar. Da ist, weiß nicht, was da an Gewürzen mit drin ist. Ich glaube Nelke auf jeden Fall. Und ich kann da nicht ran. Also, nee, da bin ich jetzt auch nicht traurig, dass der aus dem Sortiment raus ist. Hatte mir nicht so zugesagt. Und dann hatte ich von Yankee den Linden Tree. Und das ist ja so ein sehr stark parfümiger, floraler Duft. Also sehr intensiv. Schon auf jeden Fall nach diesen Lindenblüten, aber wirklich sehr extrem dominant im Raum. Ja, ist auch aus dem Sortiment, bin ich jetzt auch nicht traurig. Und zu guter Letzt hatte ich hier noch von Yankee Candle den Angel's Wings. Wieder ein Marshmallow-Duft, würde ich sagen. Sehr süß, vanillig, zuckrig, ja, so ein bisschen Zuckerwatte noch dazu, war in Ordnung. So, das waren die 10 Düfte vom letzten Mal und so, jetzt kommen natürlich auch wieder 10 neue. Ich habe hier meine Kiste und ich bin gespannt, was es diesmal wird. So. Fangen wir an mit Kringle Candle Lighthouse Point. Ein schönes Label, hatte ich noch nicht den Duft. Ist ein maskuliner, frischer Duft auf jeden Fall. Ja, so typisch fürs Badezimmer würde ich jetzt sagen, ne? Duft Nummer 1. Oh, das ist was Großes. Hier habe ich von Kringle Candle ein 6er-Pack Wachsmelts mit dem Duft Fidschi und den mag ich sehr, sehr gerne. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe.
Oh, den mag ich einfach. Der ist super. Der ist tropisch, aber ganz weich und cremig. Fruchtig. Der geht so in die Richtung wie Island Bliss von Goose Creek und den mag ich genauso gern. Deswegen auf den freue ich mich. So, Duft Nummer 2. So, dann habe ich hier ein Votiv Christmas Cookie von Yankee Candle. Und ja, ein schöner Vanilleplätzchen-Duft. Der ist jetzt schon im neuen Design. Ja, sehr gebäckig. Foodie. Finde ich in Ordnung. Den werde ich jetzt auf jeden Fall noch mit verdüfteln. Das war der dritte. Und dann haben wir von Tringle ein Daylight mit Black Pepper and Gin. Ja, sieht sehr edel aus, dieses Label. Und da bin ich gespannt. Den hatte ich auch noch nicht. Ja, der ist auf jeden Fall interessant. Man riecht auf jeden Fall diese so eine kräuterige Note. Das wird dieser, was ist ein Gin Wacholder, ne? Wacholder sein. Hat so ein bisschen was Holziges, was Würziges und Zitrisches. Also auf den bin ich sehr gespannt. Hat so einen ganz leichten maskulinen Einschlag auch durch diesen Wacholder. Duft Nummer 4. So, Halbzeit mit Yankee Candle Cherry Blossom. Jetzt will es mir doch schon so ein bisschen den Frühling aufs Auge drücken. Ja, Cherry Blossom mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr quietschiger Kirschblütenduft. Ja, sehr fruchtig, sehr süß, eher künstlich, aber den mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, also mal gucken, wann es so ein bisschen mal mehr wieder in die Plusgrade geht. Da werde ich den dann irgendwann in die Lampe schmeißen. Cherry Blossom. So, das war Duft Nummer 5. Dann habe ich ein Motiv Beach Escape, einer der neuen Yankee Candle Düfte. Ja, das ist ein aquatischer Duft. Sehr, ja, er hat noch was Grünes, Florales mit bei. Geht für mich aber fast schon so ein bisschen in so eine Klosteinrichtung, muss ich sagen. Also, den werde ich mit Sicherheit auch im Bad anmachen oder im Schlafzimmer mal sehen. Ist okay, aber jetzt nichts Aufregendes. Das war Duft Nummer 6. So. Die Nummer 7 soll sein von Country Candle Christmas Market. Noch was Weihnachtliches, wobei ich schon oft gehört habe, dass der ja sehr männlich sein soll. Und das finde ich auch, wobei ich jetzt hier noch eine sehr zitrische Note rieche. Also finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Also der ist sehr frisch, maskulin und hat aber eine zitrische Note. Ja, da bin ich mal gespannt. So, das war jetzt Duft Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, noch 3 Stück. Dann nehme ich hier ein Wax Bar von Bridgewater Candle Open Road. Sieht auch schon sehr frühlingshaft aus. Da habe ich die Hälfte auch schon geschafft. Ja, das ist ein parfümiger, floraler Duft, der aber auf jeden Fall auch noch so ein paar zitrische Komponenten hat. Da wird so Grapefruit oder Bergamotte bei sein. Und das Ganze ist wie gesagt so ein bisschen parfümig. Ja, als Frühlingsduft, warum nicht? So, dann habe ich hier von Kringle Candle Hibiskus. Das ist ein sehr ja, cremiger, floraler Duft, den mag ich sehr gerne. Der ist sehr sanft, hat so was Lotionartiges, würde ich sagen. Und vielleicht sogar noch so eine fruchtige Süße von einem Pfirsich oder sowas. Gefällt mir sehr gut. Das war Duft Nummer 9 und der letzte für die nächsten 4 Wochen. Ein Motiv. Das ist ein bisschen verklebt, das hole ich mal raus. Soll sein. Na. So. Von Yankee Candle. Fireside Treats, also nochmal ein Marshmallow-Duft. Ja, der geht ähnlich so in die Richtung wie Angel Wings. So ein bisschen Marshmallow, süß, zuckrig. Hier ist noch ein Hauch was Rauchiges bei, wie es halt bei so Marshmallow über dem Feuer sich gehört. Quatsch, Fireside Treats. So, das waren meine 10 Düfte für die nächsten 4 Wochen. Ja, es ist eigentlich gut gemixt, würde ich sagen. Da ist noch ein bisschen was Winterliches bei und dann geht es aber auch langsam in den Frühling. Also finde ich in Ordnung.
Und ja, ich bin gespannt, wie es dann jetzt die nächsten 4 Wochen vom Wetter her sein wird, ob sich das so anpasst, an die Düfte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.